Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sagte einer der Gäste, der zusammen mit Jesus eingeladen worden war, zu ihm: Selig, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Jesus sagte zu ihm: Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele dazu ein. Zur Stunde des Festmahls schickte er seine Diener aus und ließ denen, die er eingeladen hatte, sagen: Kommt, alles ist bereit. Aber alle fingen an, einer nach dem anderen, sich zu entschuldigen. Der Erste ließ ihm sagen: Ich habe einen Acker gekauft und muss dringend gehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin auf dem Weg, um sie zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Wieder ein anderer sagte: Ich habe geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kehrte zurück und berichtete dies seinen Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen und die Verkrüppelten, die Blinden und die Lahmen herein. Und der Diener meldete: Herr, dein Auftrag ist ausgeführt und es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu dem Diener: Geh zu den Wegen und Zäunen und nötige die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, keiner von denen, die eingeladen waren, wird an meinem Mahl teilnehmen. In diesem heutigen Evangelium lehrt uns Jesus wieder, wie viel ihm dran liegt an den Menschen. Er möchte die Menschen alle bei sich haben. Er lädt sie alle ein zum Festmahl. Es ist alles bereitet. Und einer nach dem anderen sagt ab: Jeder hat einen Grund, nicht zu kommen. Alles ist wichtiger, als zu ihm zu kommen. Und das hat ihn wahrscheinlich sehr getroffen, denn es waren sehr viele Plätze noch frei und er sagt zu seinen Dienern: Geh hinaus und hol die Armen und Kranken und die Krüppel alle herein, dass mein Haus voll wird. Und er geht und berichtet dann: Es ist alles so gemacht, wie du gesagt hast. Wie ist es mit uns? Wir sind auch immer wieder eingeladen, von Jesus zu ihm zu kommen. Welche Entschuldigungen haben wir? Was sagen wir ihm, dass wir nicht kommen brauchen? Er aber ist der, der immer noch ein Wort für uns hat. Ein Wort, das von seinem Vater ausgeht. Und mit diesem Wort möchte er uns immer wieder voll laden und trösten, damit wir die sind, die seine Verkündigung weitertragen.